Ultraschall begegnet uns in einer Vielzahl von Bereichen des modernen Alltags. In der medizinischen Bildgebung, der zerstörungsfreien Prüfung oder der Abstandsmessung. Ultraschallwellen werden von einem Schallsender erzeugt. Die Wellen interferieren und ergeben so ein komplexeres Schallfeld. Diese Verzögerung wird Phase genannt. Durch zeitliche Verzögerung eines Senders relativ zum anderen verschieben sich die Orte der Interferenz. Eine größere Zahl an Schallsendern ermöglicht eine noch bessere Strukturierung des Schallfeldes. Diese Idee wird seit einiger Zeit genutzt, um Ultraschall zu einem feinen Punkt zu fokussieren. Aber was ist, wenn wir ein komplexeres Schallfeld benötigen, zum Beispiel das Bild einer Friedenstaube? Leider ist dieser Ansatz nicht praktikabel, da er zu viele Sender und zu aufwendige Elektronik benötigt. Dafür haben wir eine neue Methode entwickelt, welche es uns erlaubt, das gleiche Bild mit nur einem Schallsender und einem akustischen Hologramm zu erzeugen. Der erste Schritt in der Hologrammerzeugung ist immer das gewünschte Bild. Es bestimmt, wie das erzeugte Schallfeld im späteren Experiment verlaufen soll. Unser Hologramm speichert die Information zum Schallfeld in seiner Oberflächenstruktur. Mit Hilfe von Software berechnen wir die nötige Schichtdicke an jeder Stelle des Hologramms. Sobald wir die Form unseres Hologramms wissen, können wir es mit Hilfe eines 3D-Druckers aus Plastik ausdrucken. Und so sieht unser akustisches Hologramm aus. Du kannst genau sehen, wie jedes Pixel eine andere Dicke hat. Wenn wir das Hologramm vor einem Schallsender positionieren, geht die Ultraschallwelle zuerst durch die gesamte Fläche. Aber da jedes Pixel eine andere Dicke besitzt, wird die Phase der Welle lokal verzögert. Jedes Pixel ist damit im Prinzip ein eigener kleiner Schallsender. Mit diesem Aufbau können wir das Schallfeld vermessen, welches unser Hologramm erzeugt. Dazu befestigen wir das Hologramm auf dem Schallsender und tauchen diesen anschließend in das Wasserbecken. Ein Nadelhydrophon misst schrittweise den Schalldruck an jeder Stelle in der Bildebene. So sieht die fertige Messung aus und wie du siehst, entspricht der Schalldruck unserem gewünschten Bild. Dies ist ein anderes Hologramm. In diesem Experiment richten wir es so aus, dass das Schallfeld auf die Wasseroberfläche projiziert wird. An den Stellen mit höherem Schalldruck bilden sich kleine Erhebungen auf der Oberfläche. Kleine Objekte können auf diesen Erhebungen gefangen werden und mit dem richtigen Schallfeld können wir diese sogar auf vorbestimmten Bahnen surfen lassen. Mit dem Hologramm der Taube können wir auch Partikel anordnen. Hier ist ein Container mit Mikropartikeln in Wasser, den wir in der Bildebene über dem Hologramm platzieren. Sobald der Schallsender angeschalten ist, bewegen sich die Mikropartikel und ordnen sich in Form des Bildes an.